Ja, liebe Leute, 24 Stunden nach der Sachsenwahl. Und wenn ihr ganz genau hinschaut, dort, genau dort, liegt unsere wunderschöne Landeshauptstadt Dresden. Und wer noch genauer hinschaut, sieht, dass dort Qualm aufsteigt. Nämlich aus den rauchenden und schwitzenden Köpfen. Und die Köpfe schwitzen auch zu Recht. Denn wir Landwirte mussten in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, auch regelmäßig schwitzen, weil uns politische Entscheidungen aufgebrummt worden sind, die jeglichen Sinn des Verstandes entbehren. Und entsprechend sind wir natürlich jetzt auch gespannt, wie es in Dresden, wie es in Sachsen politisch, vor allem landwirtschaftspolitisch weitergehen wird. Herr Kretschmer ist als erstes am Zug. Herr Kretschmer hat viel Worte gebraucht im Wahlkampf und wir sind jetzt natürlich umso interessierter daran, ob er in Zukunft Landwirtschaftspolitik auf den Weg bringen kann, die die Probleme im Land anpackt und die nicht noch zukünftige Probleme zufügt und beziehungsweise neue Probleme erzeugt. Und vor allem sind wir gespannt, ob wir endlich einen fähigen Landwirtschaftsminister oder auch Landwirtschaftsministerin bekommen. Jung, dynamisch, unverbraucht, nirgendwo irgendwo fest verankert, vor allem vom Fach. Das wäre doch mal was. Das würde uns in der Landwirtschaft hier in Sachsen auf jeden Fall gut tun. Und wir könnten endlich gemeinsam die Probleme anpacken, die uns schon so lange auf der Leber liegen. Und es zeigt auch, dass unsere Proteste, gerade im Frühjahr, auch mit der Resolution, aber auch über den letzten 5 Jahren, nicht ganz umsonst waren. Denn, wenn man genau hinschaut, die Grundprobleme, die wir schon Ewigkeiten ansprechen, werden so langsam Stück für Stück spruchreif. Auch wenn man sie noch mit Samthandschuhen anpacken möchte, man kommt nicht mehr drum herum, endlich reale Fach- und Sachpolitik zu machen. Hier bei uns im Land, aber vor allem für uns, für Landwirte. Und deswegen, um das nochmal zu unterstreichen, haben wir ganz klar unsere Forderungen nochmal formuliert. Quasi als kleinen Regierungsauftrag seitens der Landwirte für die zukünftige Regierung, egal wie sie aussehen wird. Diese Formulierung, diese Forderung findet ihr natürlich entsprechend online, Homepage, WhatsApp, Social Media, wo auch immer. Könnt ihr euch durchlesen und die geht natürlich dann auch entsprechend ans Ministerium, an Herrn Kretschmer und allen anderen. Also Leute, bleibt gespannt, genauso wie wir sind, bleibt vor allem mit am Ball und wir werden auch die Ersten sein, die in Dresden oder sonst wo auf der Straße stehen, wenn wir uns weiter verarscht fühlen. Das möchten wir ganz klar bekannt geben und daran werden wir auch festhalten und daran wird es auch keinen Zweifel geben. Völlig egal, wer hier in Zukunft regiert. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis bald.